gibt ja Leute, die sagen, alles im Fernsehen schon mal da gewesen. Den Mann, den wir Ihnen jetzt präsentieren, den haben Sie schon oft im Fernsehen gesehen, aber ich vermute mal noch nie in einer Unterhaltungssendung. Insofern ist das auch für uns beide heute Abend eine echte Premiere. Seit 8 Jahren ist er der Chef der Koalitionsregierung in Bonn. Zum ersten Mal bei uns, wir freuen uns sehr, Bundeskanzler Helmut Kohl. Herzlich willkommen. Prima gemacht hat das. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Als Mann der Mitte, dort selbst. Eben noch in der Bonner Runde, jetzt hier bei uns. Ist das so ein Tag, an dem Sie sagen würden, also da wäre ich doch lieber was anderes geworden als Bundeskanzler mit Blick auf Saarland? Nein, heute nicht, denn ich bin mit Ihnen zusammen. Das ist ein einmaliges Erfolgserlebnis. Für uns auch, für uns auch. So einfach ist der Lafontaine dann auszuhebeln. Nein, was wir uns fragen ist, Bundeskanzler, jeden Tag im Fernsehen, man hat eine gewisse Meinung von diesem Mann, aber man kann kaum dahinter sehen, was steckt da eigentlich für ein Mensch dahinter. Uns würde interessieren, gerade auch, Sie sind sozusagen Weltmeister im Karikiertwerden, Sie sind ein Mann, der spätestens jeden Montag von einem deutschen Nachrichtenmagazin angeschossen wird, der sicherlich viel auszuhalten hat. Kann man das so ohne weiteres oder sind da auch Empfindlichkeiten, bei denen Sie sich richtig ärgern und sagen, das stecke ich nicht so einfach weg? Also, wenn Sie für ein solches Amt kandidieren, müssen Sie etwas aushalten. Einer meiner politischen Ziehväter, da war ich 17, ein alter Zentrumsabgeordneter, sagte mir immer, wer in der Politik an der Spitze steht, ist wie der Hahn auf dem Kirchturm. Jeder Wind, jeder Sturm umweht ihn, das muss man aushalten. Es hat mich niemand gezwungen, Parteivorsitzender zu werden. Es hat mich niemand gezwungen, Bundeskanzler zu werden. Also muss ich es aushalten. Es gibt Dinge, da ärgere ich mich. Es gibt Dinge, da kann ich mich nur noch wundern. Über das von Ihnen angeführte Magazin wundere ich mich seit langem nicht mehr. Sie schreiben von meinem nahen politischen Ende und ich bin immer noch da. Und das ist sehr positiv und sehr gut. 1982 haben die Ihnen 1,5 Jahre gegeben. Ja. Ärgern tue ich mich, wenn es aus den eigenen Reihen kommt. Das sage ich ehrlich. Gibt es ja auch ein paar. Ja. Aber das gehört zum Leben. Das ist beim ZDF nicht anders wie bei uns in der CDU. Im ZDF können Sie schwer entlassen werden. Generalsekretär ist bei Ihnen gefährlicher als bei uns Redakteur im ZDF. Das ist wahr. Das ist ein Lebenszeitjob. Also ich habe mich natürlich ein bisschen auch eingelesen in Ihren Werdegang und muss sagen, ich pack's nicht mehr ganz. In meinem Alter waren Sie bereits Ministerpräsident. Ja. Und das heißt, ich werde es zum Kanzler nicht mehr bringen. Was fehlt mir? Also ich glaube... Die Lebenserfahrung als Ministerpräsident. Richtig. Aber die Gehaltsklasse passt nicht mehr zu Ihnen. Das befürchte ich auch. Aber gut, ich meine, es ist ja so, dass Sie gar keine Möglichkeit mehr haben, Geld auszugeben. Haben Sie Geld in der Tasche, wenn Sie unterwegs sind? Ja. Ja? Ja. Also es ist nicht so, dass man sagt, ich brauche gar keins mehr, weil einfach irgendjemand um einen rum ist. Ist dieses Leben umringt von fremden Menschen, teilweise von Menschen oder immer von Menschen, die es gut mit einem meinen, die immer, wenn der Kanzler lächelt, auch lächelt, wenn sie weinen, dann auch weinen. Ist das auf die Dauer belastend? Ja. Ich glaube, das Schwierigste und das oft am wenigsten erträglichste, das geht aber allen Kollegen so, das ist keine Frage des Kanzlers, sondern einer bestimmten Popularität. Und das ist in der Politik noch, weil sich die Dinge sehr viel schärfer trennen als im Unterhaltungsgeschäft, noch schwieriger, der Verlust am Privaten. Wenn einen nahezu jeder kennt, wenn man in ein Lokal hineingeht oder sonst irgendwas unternimmt, gewöhnt man sich zwar dran. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, wenn die Leute einen nicht mehr kennen, ist man out. Das ist auch nichts, das taucht auch nichts. Aber es ist eine Belastung, das ist gar keine Frage. Man muss sich dran gewöhnen. Wir beide durften Sie ja besuchen, waren bei Ihnen im Büro. Und ich muss sagen, was mich ein bisschen da auch überrascht hat, ist einfach der Mensch Kohl, den man hinter der ganzen Politik nicht kennt. Haben Sie noch die Chance, den Menschen rüberzubringen? Passiert es Ihnen, dass Ihnen jemand sagt, wissen Sie, als Mensch möchte ich Sie mögen können, aber ich kann Sie als Parteipolitiker nicht mögen dürfen? Passiert sowas, dass Sie jede merken? Jede Woche. Ja? Ja. Es gibt also doch sehr viele sehr normale Leute. Es gibt sehr viele Leute, die sprechen mich an, wir diskutieren, am Ende geben sie mir die Hand und sagen, das hat mir sehr gut gefallen, aber ich wähle sie nicht. Ja, dann war alles vergebens. Aber um Ihnen ein besonders einprägsames Beispiel von der Verwunderung zu geben, ich bin ein ausgesprochener Zoofreund und eines meiner
schönsten Erlebnisse auf diesem Gebiet war vor nicht allzu langer Zeit, als ich am Morgen im Berliner Zoo war mit einigen Mitarbeitern. Ich mache das sehr gerne am Morgen. Wir kamen aus dem Menschenaffenhaus heraus. Das ist eine besonders eindrucksvolle Stelle am Berliner Zoo. Und da begegnet mir eine alte Berliner Rentnerin, schaut mich an und sagt, sind Sie der Kohl? Dann sage ich ja. Und dann dürfen Sie so frei herumlaufen. Jetzt gibt's ja. Sie sehen, sie war lange genug, nicht auch im Menschenaffenhaus. Es gibt ja auf der anderen Seite dieses Wort von dem politischen Lied, ist garstig Lied, von der schmutzigen Politik. Es gibt auch diese Glaubwürdigkeitsskalen verschiedener Berufe, wo ja Politiker nicht so wahnsinnig gut abschneiden. Kann es noch sein? Noch besser als Journalisten. Ja, das ist richtig, aber wir liegen beide gemeinsam ziemlich weit hinten. Wir haben also auch beide was dafür getan, dass wir hinten liegen. Gut, darauf wollte ich gerade hinaus. Kann es sein, dass Sie... Da kommt Zustimmung. Kann es sein, dass man, um eine vernünftige Politik zu machen, gemäß dem Amtseid, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden, tatsächlich von Zeit zu Zeit tricksen, mauscheln und lügen muss? Also Ihre These geht ja darauf hinaus, als gäbe es eine unterschiedliche Moral, was ich verneine, zwischen privatem Leben und der Politik. Im Grundsatz, und das ist meine Lebenserfahrung, die viele andere, alles, was gut ist im privaten Leben, ist auch gut in der Politik. Und alles, was negativ sich auswirkt im privaten Leben, wirkt sich auch negativ in der Politik aus. Vielleicht nicht am gleichen Tag. Also Politik ist eher ein Marathon, denn ein 100-Meter-Lauf. Und Zwischenzeiten nützen Ihnen recht wenig. Wenn Sie jetzt hier sitzen als Gast in einer Unterhaltungssendung, Sie wissen, dass wir uns für den Menschen mehr interessieren als für den Politiker. Und haben Sie den Eindruck, dass Sie öfter Gast sein können? Ich meine, sind Sie auch ab und zu Gast in Unterhaltungssendungen? Also haben Sie auch auf der anderen Seite Zeit zu lesen, Bücher, die Ihnen sind, Fernsehsendungen zu gucken, das Leben mitzuleben wie unser Publikum? Ja, sicher. Also das ist eine Pharma. Wenn man will, hat man natürlich Zeit. Vielleicht nicht so viel wie andere. Aber beispielsweise, wenn ich zu Hause bin, und dann studiere ich natürlich schon das Fernsehprogramm und gucke mir das an, was ich gerne angucken will. Kennen Sie Frau Dombusch? Beispielsweise sehe ich ihn im Sportstudio manchmal so, manchmal so. Das ist ein Beispiel. Ich sehe auch. Da muss ich jetzt nachfragen, wie meinen Sie das mit dem manchmal so, manchmal so? So wie ich es gemeint habe. Ich sehe natürlich auch Serien, ich gucke gerne, wenn ich abends spät am Samstag heimkomme, gucke ich gerne einen Krimi an beispielsweise, wenn Krimi-Zeit ist und der ist gut. Und ich gucke mir besonders gerne Sendungen an, die etwa berichten über in der Länderserie, über ferne Länder, in der Geografie. Wünschen Sie sich manchmal einen Urlaub mit Ihrer Frau alleine irgendwo hinzufliegen? Mit so einem Touristenflugzeug und irgendwo alleine zu sein. Ist das für Sie ausgeräumt? Ja, mit dem Touristenflugzeug hat es natürlich sofort das Bewandtnis, dass dann die Touristen ja kommen. Ich meine, aber einfach mal unsichtbar. Aber ja, natürlich, ja. Das wünsche ich mir schon. Ich würde Sie gerne zum Ende unseres Gesprächs zu einem Geständnis bringen. Politiker stehen ja normalerweise so da, als ob sie keine Fehler machen. Sie sagen dann gleichzeitig immer, natürlich machen wir Fehler. Wir reden jetzt über die letzten 10 Jahre. Könnten Sie auch einen politischen Fehler und vielleicht auch einen menschlichen uns mal nennen, wo Sie im Nachhinein sagen, ja, da habe ich was falsch gemacht. Wir würden Absolution anbieten sofort. Ja, und wir sagen es keinem weiter. Gut. Ja. Das kann ich mit Ihnen gerne besprechen, weil Sie wegen Ihrer Diskretion bekannt sind. Also, Fehler mache ich in der Tat notwendigerweise häufig, weil ich häufig entscheiden muss. Und zwar nicht, ob ich immer will, sondern weil die Ereignisse so sind, dass sie wie im Fließband dahin fließen. Ich mache also Fehler sicherlich immer wieder in der Beurteilung von Menschen. Und das ist was, was mich an mir selbst dann stört, wenn ich es entdecke, weil ich ungerecht geurteilt habe. Und wenn dann Urteile an die Öffentlichkeit dringen, dann ist das zusätzlich unangenehm. Ich bringe ein Beispiel, was mich schwer geärgert hat und was mich sehr geschadet hat. Das war die Bemerkung über Michail Gorbatschow. Ich bringe ein solches Beispiel. Das Newsweek-Interview. Ja, das ist im Newsweek-Interview. Das ist eine Sache, wenn ich einen Fehler nennen will, der allgemein bekannt ist, ist das einer. Also Gorbatschow in der Nähe von Goebbels. Wenn ich in der Sachpolitik gibt es eigentlich weniger Beispiele.
da habe ich meinen Haupteinwand gegen das, was ich getan habe, dass ich das eine oder andere nicht mit größerer Härte sofort durchgedrückt habe. Ein Teil der Diskussion über die ungewöhnlich erfolgreiche Steuerreform wäre besser verlaufen, wenn ich den Streit, den ich am Ende angefangen habe, früher angefangen hätte. Das ist ein solches Beispiel. Wir bedanken uns herzlich. Also ich meine, es ist auch wirklich toll, solche Dinge dann im Expressis Verbis zu hören. Es haben viele gehört, mehr wahrscheinlich, als es gelesen hätten. Fernsehen ist ja doch der große Kommunikator. Wir freuen uns, dass Sie die Unterhaltung genutzt haben. Haben Sie Ihren Besuch bereut? Kein neuer Fehler im neuen Jahrzehnt? Nein, bis jetzt nicht. Jetzt halten wir doch fast händchenreich. Ja. In diesem Sinne herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Thank you.